Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Illustrierrunde Cities Skylines hier auf dem brandneuen Kanal. Schön, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Da sitzt ein komischer Typ, einfach missachten. Hallo! Das Ding kann ja reden. Das ist der Dominik, auch bekannt unter Dexter Garcia, in unserem Hauptprojekt hier auf dem Kanal. Ja, genau. Also, siehst du da, willkommen im Chat wieder. Willkommen im Chat. Pass auf, wie machen wir das jetzt hier? Doch. Wie war das? Hauptstraße im, oben? Oder wie war das? Ich hab keine Ahnung. Scheiße, Mann. Kreisel, genau. Und wie konnte ich das besser verschieben hier? Mit deiner Mod, die du irgendwie benutzt hast. Wie kann ich die aktivieren? Hast du doch gerade. Ja, ohne hinzuklicken, weil da habe ich nicht immer hingeklickt. Du fragst mit M. Mich was. Genau. I know. Oh Gott. Das Oha. Ein großer Kreisverkehr. Ja, Leute, da muss man jetzt erstmal wieder reinfinden. Ja. Sollen wir dann die Straße wieder drüber laufen lassen? Würde ich sagen, oder? Erstmal? Mhm. Weil hat ja bisher immer gut funktioniert. Das war ganz gut, ne? Mhm. Sollten nur nicht so viel Straßen bauen, nicht, dass es für die Gebäude nicht mehr reicht. Du sprichst aus Erfahrung, mein Freund. Hallo? So, und jetzt machen wir folgendes. Was zum Teufel, Alter? So, ja, wir drehen um, dass wir halt... Ja, klar. Hör mal auf zu snappen hier, Alter. Schnappen. Schnappen. Jetzt snappen wir wieder, bitte. So, guck. Sehr gut. Sieht doch schön aus. Würde ich auch sagen. Ja. Oh Gott. Uiuiui. Da war der Straßenbau ein bisschen besoffen. Nee, das geht. Das war Absicht von dem. Ach, das war Absicht von dem? Ja, das war so vom Bauleiter besprochen. Dass der ein bisschen Schlangenlinien reinmacht. Dass die Leute nicht so schnell fahren. Guck, und dafür ist die schöne Mod da. Weil jetzt ja, haben wir das stimmt. Eine wunderschöne Brücke. Ich habe sogar die Pfosten hier aneinander gesetzt. Du Pfosten. Du Pfosten. Guck, wir können den sogar verschieben hier. Zack. Und jetzt haben wir hier richtig schöne symmetrische Brücke. Weil der Dominik und ich, der Dexter und ich, wir haben uns nämlich gedacht, dass wir das von Anfang an jetzt... Ja. Richtig schnieke einbauen hier, ja. Symmetrisch, popetrisch. Und alles richtig schön. Gut, hier, das kommt eh bald weg. Ja. Oh. Und was ist das denn? A little bit of dirt. What is happening? Make a new one. Kann auch erwähnen. Können auch die LKWs umdrehen. Genau. So, und jetzt brauchen wir die Die Ab- und Auffahrten brauchen wir jetzt. Genau. Und die machen wir auch gleich dreispurig. Wir wissen, wovon wir reden. Ja. So, ne? Genau. Und? Und so. Ja. Jetzt können wir nämlich so machen. Oh, schön. Schön. Oh. Digga. Das triggert komplett. Übel, ne? Man denkt immer, da schreibt jemand was. Ja. Aber uns mag niemand, deswegen kann das auch nicht sein. Deswegen schreibt niemand. Richtig. Scheiße. Och, guck mal, wie schön kann man bauen, Mann. Geil. Wie war's mit den Ampeln? Da sind jetzt keine. Da sind keine. Ich glaub, überall solange du da noch keine Straßen dran machst, sind da keine Ampeln. Ja, es kommt halt auf die Straßenart an, ne? So, jetzt bauen wir hier. Natürlich direkt eine große, wir wissen, wovon wir reden. Eine große Straße, ja. Ach übrigens, weil wir sind nämlich die besten Bürgermeister der Stadt. Ja. Das dürft ihr nicht vergessen. Der Welt. Der Welt, natürlich. Tut mir leid. Nee, wir haben sonst auch immer der Stadt gesagt. Ja, das war ja der Witz. Weil damit sagen wir nichts... Genau, weil das war ja der Gedanke daran. Damit sagen wir nämlich nichts Falsches, weil wir sind ja auch die Einzigsten der Stadt. Stimmt, also es gibt ja keine... Also können wir auch nur die Besten sein. Stimmt, gibt ja keine Besseren. Ja. Weil wir die Einzigen sind. Weil wir die Einzigen sind. Deswegen, genau. Wir sind auch die Schlechtesten gleichzeitig. Stimmt. Aber das müssen wir ja nicht sagen. Eben. Wir sind die besten Bürgermeister der Stadt. Richtig. Die Einzigsten und die Besten. Genau.
So sieht's aus. Ich würde sagen, als beste Bürgermeister der Stadt wird entschieden, dass wir hier erstmal die das Industrieding hinmachen. Ja. Und das dann umverlagert wird, umgelagert. Nach da drüben. Nach da drüben. Nach da drüben. Nach da drüben. Ach so, wie kommt man denn wieder drauf? Na, hier kommt man wieder drauf, ne? Muss man halt umdrehen, wenn man aus der Stadt will. Genau. So, jetzt machen wir das hier. Und jetzt, Leute, fangen wir an mit Sachen machen. Ja. Brauchen wir erstmal Strom. So. Direkt ins Wohngebiet klatschen. Perfekt. Irgendwo nebendran. Ach so, sollte man das woanders hinsetzen? Ich denke schon. Kostet das was? 3000. Oh. Warte, das haben wir gleich. Oh. In die Straße rein. Guck mal, ich kann ja so machen. Ja, kann das hier hinsetzen und fertig. Ja, das meinte ich ja. Zack. So, siehst du? Und jetzt machen wir noch hier. Upwater. Water und Upwater. Collection. So, ne? Und da unten noch ein bisschen. Genau. Ja, perfekt. Perfekt. Jetzt ist kaum noch Geld da, das reicht aber, weil wir haben alles, ne? Ja, wir brauchen noch, nur noch... Müssen noch bauen. Wir brauchen nur noch ein bisschen Strom hier hinter. Ja. Und jetzt sind wir startbereit, Leute. Genau. Das heißt, jetzt gibt's Flächen. Would I say? Yes. So. Siehst du mal? Mhm. So. Und hier drüben... Industry. Das nicht, dass da nicht so viel Verkehr herrscht. Ja. Und dann machen wir hier erstmal Commercial hin. Genau. Mokörschel. Mokörschel. Guck, dann machen wir das so. Na, guck. So gefällt mir das besser. Ja. So, da oben. Water. Ach komm. Ja. So, jetzt haben wir das gemacht und jetzt geht's auf Start und jetzt geht's los. Genau. Jetzt brauchen wir auch direkt mal einen Screenshot. Zack. Und die Leute bauen direkt. Die Leute bauen direkt los. Sehr gut. Sieht komisch aus, wenn das HUD aus ist, wenn dann auf einmal diese Anzeige da noch ist. Ja. Pass auf, wir machen das kurz folgendermaßen. Nehme ich auch in die Einstellung von den Hotkeys und tun bei... Cities das Ziel auch so verstecken, damit das nämlich mit verschwindet. Sonst sieht das nämlich ein bisschen komisch aus. Ja. Und guck mal, Leute. Krass. Es gedeiht und wie? Es geht direkt los. Es geht direkt richtig los. Krass. Ist doch nice, ne? Würde ich sagen. Und es wird dunkel, ne? So langsam. Ja. Ah ja, gut. Sonne scheint unterzugehen. Aber schöne... Ist eine schöne Gegend, ja. Ne? Vor allem, man fährt hier so rein und das Ding ist halt, man ist halt schon abgeschottet vom Haupthighway. Ja, das stimmt. Das heißt, man sollte den irgendwann wieder wo anknüpfen, wahrscheinlich hier oben. Ja. Hat's hier Öl? Weiß man jetzt noch nicht, ne? Oder kann ich hier, kann ich noch nicht gucken? Nee. Darf ich noch nicht sehen? Erst freischalten. Muss ich erst freischalten, ja. Es wurde aber ganz schön schnell dunkel auf einmal. Guck mal, der Nebel da hinten. Geil. Boah, das sieht jetzt schon einfach wieder... Ja, sieht schon cool aus. Mega gut aus. Boah, guck mal. Jetzt habe ich gerade auf Pause gemacht im richtigen Moment. Hier sind noch nicht alle Lichter an. Guck, die gehen jetzt alle an. Ah, tatsächlich. Krass. Krass. Gibt's schon Steuern? Ich glaube noch nicht. Die kriege ich erst mit dem ersten Ding dann. Ja. Oh, stimmt, weil wir sind erstmal fette Minus. Ich fahre hier mal die Kosten ein bisschen runter. Ja. Die Kapazitäten. Ah, stimmt. Ich glaube, wir haben uns fast ins Ausgeschossen. Hä? Ja, weil zu wenig Kapazität. Weil jetzt gerade. Nee. Weil du gerade. Ist ja egal, wir haben ja trotzdem verfügbar. Ja. Yeah. Strange. Was ich gerade meine, ist, dass wir hier jetzt voll sind. Und gleich nicht mehr Steuern einnehmen. Aber wir kommen, glaube ich, gerade noch so ins Plus. Ich denke auch. Weil sonst hätten wir uns fast ins Ausgeschossen, wenn wir das restliche Geld jetzt nicht für Straßen ausgegeben haben. Ja. Ah, wir können das aber noch ein bisschen retten, indem wir noch so machen. Ja. Inlandwasseraufbereitung, krass. Ah, guck, schon wird gebaut, Alter. Das ist halt das Problem, wir brauchen erstmal das Baugebiet. Ja. Damit die Leute erstmal so Arsch lecken. Erstmal einziehen. Erstmal Steuern zahlen. Darum genau. Geht's erstmal.
Boah, ich höre mich auch so komplett nasetot an. Ne? Ist komplett. Wie Benjamin Blümchen. Ja, du nasetot. Wow. Was? Wie das Menü hier ja exakt über der Kamera aufhört. Tatsächlich. Da ist gerade noch das bisschen Platz hier dazwischen. Ja, stimmt, hast recht. Oh, krass. Dominik. Ey, wir sind volle Plus. Sehr gut. Volle Esse. Kannst du da ein bisschen hochfahren, oder? Katastrophe. Nee, ich fahre nicht hoch. Wir gucken erstmal, dass wir aus dem Minus rauskommen. Ach so, okay. Guck, die haben keinen Strom, wir müssen hochfahren. Das meinte ich ja. Und Geldbonus. Steuern. Das heißt, wir fahren hoch. Und damit haben wir uns aus dem Loch gerettet. Ja. Das ist nämlich der Startschuss gewesen jetzt. Ja. Ab jetzt geht's los, Leute. Erstmal Steuern hochwichsen. Ja. Alles auf 13. Wir können ja erstmal kurz. Wir geben uns erstmal einen kurzen Schub. Ah, kommt her, Leute, wir brauchen Geld. Ist ja nicht so, als hätten wir gerade einen Bonus gekriegt. Ja, aber die besten. Weißt du, Dominik, du hast es verlernt, glaube ich. Ja. Als beste Bürgermeister der Stadt, was wollen wir denn? Geld. Nein! Ich kann es nicht öffentlich sagen. Scheiße. Wir wollen, dass es unseren Bürgern gut geht. Cut, Cut, Schnitterfassung, Schweinschlachten. Nein! Wir müssen, wir wollen natürlich nur, ich glaube, es wird bald regnen. Wenn meine Hüfte schmerzt, regnet es immer. Ja, guck mal raus, vielleicht regnet es ja schon. Guck mal raus, vielleicht regnet es ja schon. So, nee, ich meine, ja. Das Ding ist, wir wollen natürlich als beste Bürgermeister der Stadt nur das Beste für unsere Bürger. Genau, dass unseren Bürgern gut geht. Richtig, also mehr wollen wir gar nicht. Ja? Richtig. Also uns geht es nicht um Geld, um Profit, uns geht es nur darum, dass unseren Leuten gut geht. Ja? Genau. Darum geht es uns hier. Ja. Deswegen reißen wir auch nämlich auch alle Gebäude weg jetzt. Genau. Können alle nach Hause gehen. Nach Hause? Also. Ich glaube, du hast da was falsch bedacht. Also gerade dahin gehen, wo ihr hergekommen seid. Guck, und schon gibt's ein neues Baugebiet. Mhm. Weil wir die besten Bürgermeister der Stadt sind. So sieht's aus. Natürlich auch direkt Dingsgebiet hier. Natürlich. Und Wasser kriegen die auch. Klar. Ja, ich meine, wir sind ja nicht in. Nee. Was weiß ich. Ja. Ah, jetzt geht das wieder los. Die haben keine Arbeiter. Aha. Ja, dann sollen sie Stellenausschreibung machen. Das hat gerade 16.000 gekostet. Was geht los? Ach, die mit dem Müll. Aha. Ja, wir brauchen Bildung. Bildung. Ach so, der kann keine Arbeiten gehen, weil alle dumm sind. Richtig. Scheiße. Nee, die brauchen ja nur Dumme. Ach so, die brauchen nur Dumme. Die brauchen Ungebildete. Ah, die brauchen Ungebildete. Aber weil hier nicht genug Leute wohnen. Das ist das Problem. Mhm. Reichen die 400 Bürger nicht aus, offensichtlich. Nee, keine Chance. Oh Gott, was ist das denn? Schief ist das. LOL. Was denn? Guck mal, die Straße ist neu. Ja. Ist die dreckig? Aber wie kommt das? Ah, oder ist die nass? Ist ja, sie noch nicht nass? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, jetzt ist das besser, ha? Huh? Ja. Wohngebiet. Boah, ey, wie ist hier direkt versifft? Es ist komplett versifft. Nee, das ist nass. Ah, guck, jetzt wird's da nass. Ah, tatsächlich, dann wird es nass. Krass. Wow, also das ist schon. Das ist schon cool. Das ist schon Next Level. Ja. Drahtlose Netzwerke stehen jetzt allen Erdenbürgern kostenlos zu fast. Was? Allen Erdenbürgern? Free Internet. Was? Free Internet? Was? Wo? Free Internet? Wo? Habt ihr gesoffen? Wo was gibt's für, hier Free Internet? Was Inter- für Free Internet? Was für wo? Hä? Wir haben noch keine Richtlinien, ne? Nee, die kommen erst hier. Bei 850. Ja. Ein Scheiß gibt's hier Free Internet. Ey, ich meine natürlich, wir machen nur Free Internet. Ja, klar. Wir tun nirgends was berechnen. Ja, wir sind nämlich. Grundschule. Wie viel? 10.000. Lol, guck mal, wie die aussieht. Hä? Sah die schon immer so aus? Nee. Guck mal die Uni an. Hä? What the fuck? Die stimmt. Oberschule. Ja, die haben was geändert. Das ist nicht. Nee, nee. Das ist wegen der Map. Echt? Ja, die hat nämlich ein anderes Setting sozusagen. Ah, deswegen, okay. Die Gebäude. Die Begäude. 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 Die Begäude bekommen wahrscheinlich auch so einen anderen Look etwas. Okay. Finde ich aber cool. Ja, das glaube ich, weil wir sind auf so einer Uni-Map, ne? Kann deswegen sein. Deswegen ist das diese auf alt gemachte Uni, glaube ich. Sollen wir die an die Hauptstraße machen, oder? Ja, hier oben vielleicht. Ja. Dann ist das gleich zu jedem. Mhm. So, jetzt haben wir eine Schule.
für unsere Bürger. Genau. Komplett zu. Ich rede komplett durch den Mund. Ne, man hört. Gut, ich meine, durch die Nase reden ist eh komisch. Ja, stimmt. Das wäre eh strange.